die Zukunft, über die wir jetzt sprechen, eigentlich seit gut 10 Jahren uns täglich begleitet, aber immer noch, ich will nicht sagen, in den Startlöchern steckt, das ist es nicht, aber nicht so verbreitet ist, wie es eigentlich verbreitet sein sollte. Wir sprechen über das Thema BIM. Tim Hofelder wird vortragen. Tim, bitte, komm auf die Bühne. Tim Hofelder ist Geschäftsführer beziehungsweise auch Gesellschafter der Ecodale GmbH. Die Firma Ecodale beschäftigt sich sehr, sehr stark mit dem Thema Digitalisierung von Gebäuden, Überführung in BIM-Modelle. Der Herr Hofelder kommt aus der Architektur, hat mich auch überrascht heute, wusste ich nicht, habe ich heute gelernt. Das heißt, kennt sich in Gebäudenstrukturen sehr, sehr gut aus und hat auch viel im Bereich von CAD-Plattformen an Erfahrung sammeln dürfen. Bitte schön. Struktur bitte heißt der Vortrag, habe ich gelernt. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Gut, dann, ich bin zu hören. Mikro passt. Perfekt, dann. Danke, dass ich hier kurz meine Sicht auf die BIM-Welt rüberbringen darf. Und Titel Struktur bitte hangelt sich so ein bisschen entlang an den unseren Erfahrungen aus Projekten. Wie ja schon angekündigt, also wir kümmern uns um Digitalisierung, das heißt Softwareentwicklung im großen Teil. Und das ist so ein bisschen Potpourri aus den letzten Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, wo wir uns mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Genau, was möchte ich heute, welche Themen möchte ich ankratzen? Wir reden über BIM. Wir haben es jetzt hier mit vielen Herstellern zu tun. Wie kommen Hersteller in die BIM-Modelle hinein? Was bedeutet das? Wie sollte sich auch ein Hersteller aufstellen? Und das geht so ein bisschen dann weiter in diese ganzen Themen strukturell. Wie bauen wir Informationsmodelle auf und was können wir damit erreichen? Genau, den Workflow, den ich hier schon vor 15 Jahren, glaube ich, haben wir den das erste Mal in Vorträgen an die Wand geworfen. Ging es darum, generische Bauteile, also Planung, zumindest in öffentlichen Bauwerken, sollte produktneutral und generisch vonstatten gehen. Und wir gehen dann weiter über die Ausführung. Da kommt der Produktbezug spätestens dazu. Und dann irgendwann hier, leider jetzt auf dem Beamer nicht so gut zu lesen, hier auf der rechten Seite den Abschnitt Operation. Das heißt, die größte Phase, also die müsste natürlich vom Verhältnis her auch anders dargestellt werden. Das heißt, sobald wir in den Betrieb gehen, auch da haben wir immer wieder mit Produktinformationen zu tun und betreiben das Gebäude und tauschen natürlich auch Daten aus. Wie sollte das also dann vonstatten gehen? Wie sieht denn BIM-Content heute aus? Vielleicht in die Runde, wer ist denn mit Planung und Modellerstellung beschäftigt? Haben wir Planer hier unter uns? Keiner? Bauprodukthersteller? Ich will dann niemandem auf die Füße treten. Das heißt, es sind nur so ein paar Hinweise, was ich beachten würde. Wie sieht Content heute aus? Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Worst Case und vielleicht das andere Extrem. In der Mitte, wer sich mit BIM beschäftigt, kennt vielleicht diese ganzen Themen Level of Geometry, Level of Information Needed und. Das sind zwei Geometrie-Level, die vielleicht extremst weit auseinander liegen, zugegebenermaßen. In der Mitte eine Feuchtraumsteckdose, die man von den gängigen BIM-Portalen runterladen will. Ich will hier keinen Hersteller-Blaming machen, das ist leider in der Bandbreite oft so. Da ist sogar noch das Spritzguss-Kreuz mit drin von der Produktion. Das heißt, absoluter Overkill an Geometrie. Wir haben ja in einem Projekt nicht eine Steckdose, sondern gegebenenfalls Tausende. Wenn wir mit dem Detaillierungsgrad Content erstellen für unsere neue Kundschaft, den Planer als Bauprodukthersteller, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn das Ding im digitalen Müllkorb landet. Das wird hoffentlich keiner in seine Projekte einbauen. Auf der anderen Seite, das andere Extrem,
eine Löschanlage, Gaslöschanlage für eine Prozessorfabrik damals. Also es war noch eine Halon-Löschanlage. Franz sagte mir, Halon ist nicht mehr erlaubt. Okay, also es ist eine Gaslöschanlage. Geht aber eigentlich gar nicht darum, was da für ein Medium drin ist, sondern eher, wie es aufgebaut ist. Das heißt, wir haben jetzt hier auf der rechten Seite einen Störraum. Ich darf vor diese Flaschenanlage keine TGA-Elemente, Trassen, Rohrleitungen, wie auch immer, montieren. Das hilft mir hier, der Content hilft mir, das Produkt richtig zu verplanen, indem ich so einen Störraum an- und abschalten kann. Ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, wenn ich das als Content mir anschaue von Produktportalen oder von Herstellerseiten, wer seine Bauteile so aufsetzt, also wirklich eine Hilfe für den Planer mit einbaut. Das sind zwei Extreme. Andere Thema, mit dem er sich dann beschäftigt, ist, für welche Software, wir haben es ja mit BIM-Software zu tun, auch wenn BIM keine Software ist, aber ich brauche eine Software, um das Ganze irgendwie umzusetzen. Für welche Software setze ich denn meine Bauteile auf? Ich habe auch nicht das Pauschalrezept dafür. Man sollte halt schauen, wie sieht mein Produktportfolio aus? Bin ich international unterwegs? Was ist dort der Marktführer? Welche Formate kann ich in andere Software auch integrieren? Persönlich würde ich nicht unbedingt den Ansatz fahren, kleinster gemeinsamer Nenner, also mit einer Plattform versuchen, möglichst alles abzudecken. Das wird nicht funktionieren. Das wird vom Kunden nicht angenommen werden. Thema ist dann auch die Distribution. Wie spiele ich oder stelle ich meine Produkte, die digitalen Produkte, bereit? Gehe ich über die bekannten Plattformen oder eher über die eigene Webseite? Dann muss ich natürlich die Infrastruktur aufbauen. Wie stelle ich diese Elemente bereit? Die Grundfrage ist aber eigentlich als Bauprodukthersteller, ich muss mich anders aufstellen. Ich habe es mit einem neuen Kunden zu tun. Bisher war es der installierende Betrieb, der Großhändler, also diejenigen, die meine physischen Produkte abgenommen haben. Jetzt haben wir auf der rechten Seite es mit einer ganz anderen Klientel zu tun. Wir reden auf einmal mit Planungsbüros, mit Generalunternehmen, die Planungsabteilungen haben. Wir haben auf einmal mit Zentralmodellen zu tun, mit 50 Konstrukteuren gleichzeitig in derselben Software. Wir reden auf einmal auf einer ganz anderen Ebene miteinander. Die Frage ist, kann das meine Vertriebsmannschaft heute, die bisher, ohne da jetzt irgendjemanden blamen zu wollen, Schalter und Dosen verkauft hat, physische Produkte, die sollen jetzt auf einmal mit einem großen Planungsteam reden. Das wird nicht funktionieren. Ja. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Meine Idee, Sie haben da draußen jede Menge Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das sind die Trainer, das sind diejenigen, die Consulting in den großen Planungsbüros machen. Die, und das würde ich vorschlagen, eben nicht jeder Hersteller triggert die jetzt einzeln an, dann werden sie da schnell auf Gegenwehr stoßen. Das ist eben ein Thema, was gerade über Verbände sehr gut zentralisiert und kanalisiert werden kann. Diese Leute sind draußen beim Planungsbüro vor Ort. Die müssen über die digitalen Produkte informiert sein. Dann teilen die das im Eigeninteresse schon weiter. Ich müsste mir schützen lassen, den BIMfluencer, aber können Sie gerne nutzen. Was sollte man noch tun drumherum? Wenn Sie Bauteile oder Content bereitstellen, dann passiert im Moment Folgendes. Jeder Hersteller legt dort seine Struktur fest, schreibt seine Sprache heraus. Hier zwei Beispiele, wie wir das verhindern können, wie wir zu der gemeinsamen Merkmalssprache bekommen. Als Beispiel, ich habe eine Brandschutzklappe. Wir sind jetzt zwar auf einer Elektromesse, aber ich glaube, den Transfer kriegen wir hin. Brandschutzklappe, ich habe eine Klappenbreite, eine Klappenhöhe oder ich spreche von der Breite der Klappe und der Höhe der Klappe. Das sind zwei Parameter, die vom selben reden, aber also dasselbe meinen, aber nicht denselben Inhalt haben. Das heißt, für den Nutzer sind es zwei grundlegend verschiedene Dinge. Wir reden hier von einer gemeinsamen Sprache. Dazu gibt es zwei Portale oder Aktivitäten im Moment schon seit längerer Zeit, die sich damit beschäftigen. Das eine ist das BIM-Portal. Das ist das, was Ihr neuer Kunde, der Bauprodukthersteller, im Projekt umsetzen muss für öffentliche Bauten. Da wird definiert, welche Klassen und Eigenschaften wir haben. Ist jetzt hier beispielhaft
sind jetzt hier Autobahnen, Richtlinien, ASB, ING. Dasselbe gibt es eben auch für andere Merkmalslisten. Beim BTGA sind wir schon länger dran, ebenfalls eine entsprechende Merkmalsstruktur aufzubauen. Dadurch wurde die Initiative BIM-Meta gegründet. Und bei BIM-Meta kommen wir eben von der getrieben, eigentlich von der Haustechnik-Seite, sind einige Verbände darin organisiert, die BIM-Meta vorwärts treiben. Es ist natürlich jeder der Anwesenden und auch speziell Hersteller eingeladen, da mitzuarbeiten. Und wir machen das hier, das ist einigermaßen zu sehen auf dem Beamer. Wir definieren nicht einfach nur einen Katalog, also Klassen und Eigenschaften, Brandschutzklappe mit Breite und Höhe, sondern wir versuchen auch die existierenden Systeme zusammenzubringen. Die gibt es da draußen schon, die werden wir nicht ersetzen. Die müssen wir kooperativ zusammenführen. Ich habe mal beispielhaft zwei Standards genutzt oder aufgeschrieben auf der linken Seite. Wer BIM macht, kennt hoffentlich IFC. Im IFC redet man von einem IFC Fire Damper, darunter die VDI 3805, Format für Produktdaten. Und da gibt es ein Blatt für die Brandschutzklappe. Wie komme ich jetzt von dem VDI-Blatt zur IFC, was ich als Planer nun mal abgeben muss in OpenBIM-Projekten? Dafür können wir auf der rechten Seite diese Drehscheibe bilden. Das heißt, wenn alle gegen einen Sammelstandard oder eine Sammelsprache mappen und verknüpfen, komme ich auch in andere Sprachen, also sei es COBI oder wie auch immer, wenn es dann nachher in die Operation geht zum Beispiel, wo ich andere Formate wieder ausspielen müsste aus meinem Projekt. Das ist die grundlegende Idee dahinter. Okay. Irgendwie switcht nichts weiter. Hier unten geht es weiter. Also es geht nur hier oben. Ah, jetzt, okay. Jetzt steht jemand auf dem Kabel. Ja? Okay. Okay, was machen wir mit BIM-Meta? Also wir können hier Klassen definieren. Okay, ist alles ein bisschen zeitverzögert. Schaue ich hier drauf. Hier jetzt mal beispielhaft die DIN 276 als Baukostengruppen plus X. Vielleicht kennt es jemand, das ist der CFM Connect Standard, also für die Operation und Betrieb entwickelt worden. Ist leider ein bisschen hell alles hier. Auf der rechten Seite eben, wie sehen dann die Klassenstrukturen aus? Kann ich also hier definieren, bereitstellen und für Softwaresysteme zum Beispiel digital nutzbar machen. Gut, wenn ich jetzt also BIM Content zum Beispiel mit so einer Sprache erstelle, dann stellt sich die Frage, wie mache ich das? Baue ich das intern oder gebe ich diese Erstellung des Contents nach außen. Meine persönliche Meinung, ich zeige gleich noch zwei Beispiele, das ist Aufgabe intern. Sie haben Produktzyklen, das heißt, Sie machen bei einem Hersteller, mit dem wir arbeiten, 1400 Updates in deren Produktdatenbank intern im Jahr. Wenn Sie das nach außen geben, haben Sie immer das Problem, Ihr Content draußen hängt hinterher, hinter dem, was im Online-Katalog bei Ihnen zur Verfügung steht. Das heißt, der Kunde arbeitet mit veraltetem Content, ist ein bisschen schwierig zu vermitteln. Sollte man sich also in-house drum kümmern, meiner Meinung nach und aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wenn Sie das tun wollen und über eine automatisierte Bereitstellung des Contents nachdenken, egal, ob das jetzt VDI 3805 ist oder Sie wollen Revit-Content rausspielen oder wie auch immer. Dafür brauchen Sie ein paar Voraussetzungen, mit denen Sie bereit sein müssen, damit Sie diesen Content so erzeugen können. Das eine Ding ist, haben Sie ein sogenanntes PIM-System laufen, also sind Ihre Informationen strukturiert vorhanden und brauche ich eine Automatisierung oder wie sieht jetzt mein Content, was ist eigentlich mein Produkt? Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht mit Kunden, mit denen wir arbeiten. Die eine Firma kennen Sie wahrscheinlich, haben Sie schon mal im Bad gesehen, meistens. Wir sind jetzt mit Geberit seit knapp 8 Jahren dran und unter anderem über so einen Vortrag zusammengekommen, weil sie hatten alten Content und da gab es dann Fragen.
Da haben wir es mit einem Hersteller zu tun, 80.000 Artikel ungefähr im Produktportfolio, wird in 42 verschiedene Marktsortimente ausgeliefert in 34 Sprachen. Wenn ich das multipliziere, lande ich bei 114 Millionen Varianten. Knapp. Kriegen sie nicht mehr mit Manpower hin oder es ist unbezahlbar. Ja, wird nicht funktionieren, kann ich nur automatisieren. Das haben wir nicht selbst entschieden, da ist dann mit Geberit zusammen eine Marktbefragung im europäischen Kundenkreis von denen gemacht worden. Und Ziel war dann eben, diesen Arbeitsaufwand zu automatisieren. Wir haben einen zweiten Hersteller noch als Beispiel, hier aus dem Odenwald, Hersteller für Deckenstrahlsysteme. Das ist ein komplett anderes Produkt, was dort herausfällt. Das ist ein konfiguriertes Ergebnis aufgrund von Eingabeparametern. In dem Fall so Decken, Heiz- und Kühlsegel haben wir jetzt hier in der Halle gerade nicht. Und die Lösung hier in dem Fall war eine Konfiguration, über die der Anwender rund um die Uhr 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche sein Produkt konfigurieren kann und erhält dann ein fertiges Ergebnis. Ganz anderer Ansatz als das bei Geberit. Führt mich zu meinem vorletzten Punkt. Die Verknüpfungen von Produkten. Wir haben jetzt einzelne Elemente bereitgestellt. Wie sieht es aus, wenn in Ihrem Produktportfolio Produkte in Beziehung stehen? Also ich muss etwas mit dem anderen zusammen bestellen. Das ist ein Montageset oder wie auch immer oder irgendwelche Zusatzbauteile. Das heißt, wir brauchen Beziehungen oder Abhängigkeiten. Es ist zum Beispiel, das Produkt C ist mit dem Produkt D kompatibel. Als Beispiel für mit Geberit. Der Waschtisch ist 90 cm breit. Welcher Unterschrank passt drunter mit 90 cm? Ja, da bin ich auf einem Artikelniveau, wie die kompatibel sind. Oder das Produkt B wird vom Produkt A benötigt. Wenn man das dann noch mit den Dokumenten und den Grafiken und alles Mögliche, was sie über den Online-Katalog wahrscheinlich im Moment rausspielen, verknüpfen, entsteht letzten Endes ein Wissensnetz über ihre Produkte. Die Frage ist, haben sie das intern oder wird das durch Mitarbeiter gepflegt, die gegebenenfalls demnächst irgendwann dann mal das Rentenalter erreicht haben? Dann sollte man sich darüber Gedanken machen, wie man sowas abbildet. Ist übrigens auch die Grundlage, um aus KI strukturiert Informationen zu bekommen. Das heißt, wenn ich solche Wissensnetze mit den neuronalen Netzen verknüpfe, habe ich eben hier mehr Trefferquote und bessere Ergebnisse. Abschließend habe ich noch einen kurzen Schwenk in Richtung Webseite. Ich nehme an, alle Bauprodukthersteller haben irgendwie einen Internetauftritt, in dem die Produkte dargestellt werden. Hier ein kurzes Beispiel. Ich habe mal in Google gesucht nach einem Brandschutzschott. Und dann bekommen Sie ja normalerweise diese Ergebnisse gesponserte Links hier oben. Ja? Sie wissen, das sind bezahlte Links. Da hat jemand in der SEO-Abteilung Geld investiert, damit er zuerst kommt. Und die Summe ist nach oben offen, weil sich alle da gegenseitig nach oben treiben. Leider habe ich in der Bauproduktwelt kein Beispiel gefunden dafür. Deswegen musste ich in die Gastronomie ausweichen. Ich habe dann mal nach Rezepten für schwarze Bohnen gesucht. Ein Beispiel für strukturierte Daten. Wenn Sie jetzt hier sehen, da oben spricht auf einmal Google von Rezepten, nicht von Sponsored Links. Das ist dahinter fundamental etwas anderes, was hier passiert. Und zwar sind das sogenannte strukturierte Daten, die Sie bereitstellen können, auch automatisiert. Die sollten aus Ihrem PIM-System herausfallen und im Online-Katalog hinterlegt sein. Warum? Das gibt es nicht nur für Rezepte, das gibt es auch, wenn Sie oben statt /received/product eingeben auf Schema.org. Schema.org ist die Institution, die das im Hintergrund macht. Dann haben Sie hier die Beschreibung, wie Sie diese Strukturen bereitstellen müssen. Das bedeutet, bei der Suche statt Rezepten wird Ihr Produkt gefunden. Das ist natürlich was ganz anderes, als teure SEO-Links zu bauen oder SEO-Initiativen aufzuziehen.
die im Zweifelsfall nicht zum Ergebnis führen. Was hier im Hintergrund passiert, ist das sogenannte semantische Web oder Linked Data, die hier entsprechend bereitgestellt werden. Und daraus entsteht ein sogenannter Wissensgraph. Das heißt, Sie können das auch mit Partnerunternehmen aufbauen, dass Sie sagen, mein Produkt benötigt diese Komponente von einem Partnerunternehmen. Und dann weiß die Suchmaschine, was es benötigt. Das ist was ganz anderes, als eine Webseite dahin zu trimmen, dass die in dem SEO weit nach oben geht. Ja? Ich hoffe, der Unterschied ist klar geworden. Abschließend zu dem kurz, was wir tun. Softwareentwicklung kümmern uns genau um solche Strukturen, Informationen und versuchen, mehr Struktur in die Bauwirtschaft zu bringen. Soweit. Dankeschön.